Guten Morgen alle zusammen. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Avatar Q&A, wo ich eure Avatar- und Korra-bezogenen Fragen so gut wie es geht beantworten und darauf eingehen werde. Wobei es heute darum geht, warum nach Azulas Blitz kein neuer Avatar geboren wurde, ob es noch weitere Elemente gibt und so weiter. Leute, viel Spaß mit dem Video! Wann genau wird eigentlich ein neuer Avatar geboren? Direkt im Moment des Todes, also wenn der alte Avatar stirbt, oder vergeht eine Weile? Wenn ja, wie lange dauert es, bis der neue geboren wird? Und wenn Aang ja schon vorher starb, also während er von Azulas Blitz angegriffen wurde, warum wurde dann kein neuer Avatar geboren? Oder ist einer geboren worden? Es hat ja keiner damit gerechnet und es hat auch so niemanden interessiert. Wie man einmal in Wandsrückblenden und Rokus Rückblick sah, wird ein neuer Avatar geboren, sobald Rawa den Körper ihres alten Wirts verlässt, beziehungsweise der aktuelle Avatar verstirbt. Was viele falsch verstanden haben, ist, dass Aang im Finale des zweiten Buches gar nicht starb, sondern eher eine Nahtoderfahrung hatte. Ab diesem Moment im Koma lag und daraufhin gezwungen war, die Verbindung der vorherigen Avatare wiederherzustellen, um nicht wirklich zu sterben. Woher ich diese Info habe? Naja, Prinzessin Yui gab sie mir. Oder genauer gesagt, gab es damals ein Online-Game, welches von Nickelodeon zusammen mit den Schöpfern produziert wurde und den Titel Flucht aus der Geisterwelt trug. Indem man verschiedene Rätsel löste, konnte man Aang dabei helfen, die Verbindung seiner bisherigen Vorleben wiederherzustellen und somit aus der Geisterwelt zu entkommen, wodurch wir einige Hintergrundinformationen von Roku, Kyoshi, Kuruk und Yangchen bekamen und Aang letztendlich aus seinem Koma wieder erwachte, wie wir es in der Episode von Buch 3 sahen. Warum Aang ihren Wort darüber verlor, müsste daran liegen, dass Yangchen seine Erinnerungen an diese Reise löschte, um sich aufs Eigentliche konzentrieren zu können und sich zumindest vorerst nicht weiter mit seinen Vorlieben auseinandersetzen zu müssen. By the way, habe ich extrem Lust, diese Cutscenes mal mit deutscher Vertonung hochzuladen, beziehungsweise sie mit ein paar anderen YouTubern zu dubben. Haut doch mal in die Kommentare, ob ihr auch Bock drauf hättet. Glaubst du, dass es noch mehr Elemente gibt, die man bändigen kann, es aber noch niemand gab, der es entdeckt hat, wie bei Toph und Metall? Es gab ja noch ein paar mehr Löwenschildkröten, also muss es doch bestimmt noch etwas anderes als Wasser, Feuer, Erde, Luft und Energie geben. Ob es noch weitere Subbändigungsarten wie Metall, Pflanzen, Sand und so weiter geben wird, liegt alleine an den Schöpfern und der Logik, die sie in die Serie einbringen wollen. Wobei ich mir sicher bin, dass es noch unendlich viele unentdeckte Bändigungsarten gibt, die mit der Zeit und der Kreativität der einzelnen Bändiger noch entdeckt werden können. So auch das Glasbändigen im Kyoshi-Roman. Wenn du aber Lust auf eine Theorie des Schattenbändigens hast, leite ich dich mal hier zu einem anderen Video weiter, wo ich genauer auf das Thema Löwenschildkröten und weitere verlorene Elemente eingegangen bin. Gab es bei den Luftnomaden auch eine Art Oberhaupt wie den Feuerlord oder den Erdkönig? So wie es in der Feuernation einen Feuerlord, bei den Wasserstämmen einen Stammesführer, im Erdkönigreich einen Erdkönig gibt, gab es bei den Luftnomaden kein alleiniges Oberhaupt, sondern den Ältestenrat, der entweder aus 5 Mönchen oder Nonnen bestand, je nachdem, über welchen der 4 Lufttempel wir sprechen. So gab es zum Beispiel am nördlichen und südlichen den Rat aus Mönchen, wo auch bekannte Gesichter wie Tashi, Pasang und Gyatso dabei waren, während es am westlichen und östlichen einen Rat aus Nonnen gab. Heutzutage, also während der Zeit von Korra, werden die Luftnomaden allerdings von Tenzin, der dem Repräsentantenrat angehört, geleitet, dessen Hauptmerkmal darauf liegt, die Kultur und die Traditionen der alten Luftnomaden zu erhalten. Kann ein Avatar im Avatar-Zustand auch die Subbändigungsarten der vorherigen Avatare kontrollieren? Da der Avatar-Zustand eigentlich ein Verteidigungsmechanismus ist, der allerdings auch die Aufgabe mit sich bringt, auf die Fähigkeiten und das Wissen der vorherigen Avatare zurückzugreifen, müsste der aktuelle Avatar logischerweise imstande sein, auch Subbändigungsarten zu kontrollieren. Vorausgesetzt natürlich, ein vorheriger Avatar war in der Lage, das jeweilige Sub-Element zu beherrschen, wie zum Beispiel Kyoshi oder Seto Lava. Sprich, Korra ist in der Lage, während sie sich im Avatar-Zustand befindet, Lava zu bändigen. Oder aber auch, nach meiner Theorie zumindest, zu fliegen, was ihr wieder einmal in einem separaten Video sehen könnt, wo ich auf die Frage eingegangen bin, ob nicht auch Goro Lachima ein Avatar gewesen sein könnte. Während der Avatar nach Korra Metall bändigen kann, weil sie ja hier die erste war, die dieses Sub-Element beherrschte. Emma möchte wissen, ob Ghazan und Mingwa überlebt haben könnten, da Marco und Bolin trotz dem Einsturz der Höhle es ja auch lebend rausgeschafft haben. Auf die Frage gibt es ja auch einen Haufen Theorien, wo ich mich allerdings immer frage, warum?
Ich meine, der Rote Lotus hatte seinen großen Auftritt im dritten Buch und wie wir in Khorasan spielten die Antagonisten der jeweiligen Staffel, mit Ausnahme von Zaheer, keine wirkliche Rolle mehr. Da Minghua und Ghassan dazu dann auch noch Nebencharaktere waren, ist es nur noch unwahrscheinlicher, dass sie jemals wieder vorkommen werden. Sprich, die Schöpfer fanden bzw. finden für diese Charaktere keine Rolle mehr und haben sie deswegen einfach sterben lassen. Auch wenn es theoretisch möglich gewesen wäre, dass sie überlebt haben, wobei es immer noch unklar ist, ob Minghua nun durch den Einsturz der Höhle oder Markus Blitz starb. Und wenn schon, das beweist gar nichts. Kleine Kritik, wäre echt cool, wenn du FAQ oder so in den Titel schreiben könntest. Margor, vielen Dank für deine Kritik, aber anstatt es in den Titel zu schreiben, dachte ich mir, einfach eine Playlist zu erstellen, wo du, so wie meine anderen Zuschauer, einfach draufklicken können, um abzuchecken, auf welche Fragen ich schon alles eingegangen bin. Und vielleicht Sachen zu erfahren, die sie noch nicht wussten. Ich hoffe auf jeden Fall, du bist zufrieden. By the way, verlinke ich die Playlist dann später auch nochmal in der Endcard. Aber weiter geht's. Kann es sein, dass Azula diejenige ist, die im Intro bändigt? Es kann nicht nur so sein, sondern ist tatsächlich so, dass Azula diejenige ist, die im Intro Feuer bändigt. Während Meister Paku den Wasserbändiger darstellt, Aang Luft bändigt und der Erdbändiger, laut Flo zumindest, Meister Sud, sprich der Erdbändigermeister von Avatar Roku ist. Was wurde eigentlich aus der Vorhersagung von der Tante, ich glaube die hieß Wu, wurde sie wahr oder hat sie doch nur irgendwas geredet, damit Katara aufhört zu nerven? Bin ich eigentlich der Einzige, der Tante Wu nicht mochte? Naja. Um auf die Frage einzugehen, schauen wir doch erstmal, was sie unserer Wasserbändigerin so prophezeit hat. Ich sehe eine große Romanze für dich voraus. Ja, damit hatte sie wohl recht, doch wie geht es weiter? Es handelt sich dabei um einen sehr starken Bändiger. Hier hatte die Gute auch recht, was uns ja schon am Ende der Episode gezeigt wurde, als Aang Avatar Roku-like gegen einen Vulkan gekämpft hat. Schauen wir uns aber mal an, was die Schachtel noch so meinte. Und dann bekommst du deinen dritten süßen Urenkel, bevor du friedlich im Schlaf stirbst. Sind das genug Informationen für dich? Ja, definitiv genug, wenn nicht sogar zu viele Informationen, vor allem, dass sie nicht mal stimmen. Katara war zu der Zeit von Korra ganze 86 bis 89 Jahre alt, während ihre älteste Enkelin Jinora 14 war. Und ich glaube, bevor sie ihr erstes Kind, geschweige denn ihr drittes bekommt, wie Tante Wu meinte, sieht die gute Katara die Erde bereits von unten. Zwar war Jinora mit Kai zusammen, aber erstens sind die beiden noch Kinder bzw. Teenager und zweitens... Warte mal, was ist, wenn sie einfach Drillinge bekommen? Dann würde das Ganze schon wieder mehr Sinn ergeben. Aber fürs Erste war Tante Wus Vorhersage falsch. Zumindest, dass Katara nach der Geburt ihres dritten Urenkels friedlich einschläft. Und die letzte Frage kommt von irgendwie Lull, der wissen möchte, was zum Teufel Miyuki mit der Feuernation angestellt hat. Miyuki, hast du dir etwa wieder mal Ärger mit der Feuernation eingehandelt? Also wirklich... Leute, diese Frage geht jetzt an euch. Was zum Teufel hat Miyuki gemacht, um sich Ärger mit einer gesamten Nation einzuhandeln? Ich dachte mir, dass ich die besten Antworten in ein separates Video packe und ein paar Theorien aufstelle. Also einfach so just for fun natürlich. Bin mal echt gespannt, auf was ihr so kommt. So, das wäre es jetzt auch mit dem Video gewesen. Und vergesst auch nicht, nächsten Samstag wieder einzuschalten für ein weiteres Avatar Q&A, wo ich auf die Fragen eingehen werde, wie viele Avatare es bis jetzt gab, ob es zwei Avatare geben kann und so weiter. Irgendwie sind dieses Mal so viele und gute Fragen zusammengekommen, weswegen ich mir dachte, das Format einfach mal 2 Wochen durchzuziehen. Checkt auch gerne Numa ab, der ebenfalls Avatar-Content macht und ohne den dieses Video hier gar nicht möglich gewesen wäre. Denkt an Miyuki, bis zum nächsten Mal und ciao.